Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu Tool Farming. Zwei. Ja, wir sind beim Herrn Rotwitz stehen geblieben, haben das Feld abgedroschen und würden jetzt klipp und klar, ja, würde jetzt eigentlich nur noch überladen wollen, meinen Drescher dann Richtung LU bewegen und da anfangen aufzuräumen, was die Technik betrifft, mit dem Händler telefonieren, gegebenenfalls zum Händler hinfahren. Nee, ich glaube, ich fahre gegebenenfalls zum Händler hin mit dem Fendt-Mähdrescher. Und ja, ansonsten lasst es euch gefallen, würde ich sagen. Wir sind bereit. Ohne Bergmann, was hat es gelohnt? Ja, 84% vom Tank hat sich nicht wirklich gelohnt. Also, mal gucken, was da rumkommt. Hat sich nicht mal gelohnt, die Maschine anzujagen. Ja, muss der Biobau bezahlen, passt das? Ja, das wird auch nicht so eine teure Rechnung. Ja, wir müssten nur im Bodenproben ziehen. Wenn sie das mal hinkriegen würden, wäre es nicht super. Ja, das werde ich nachher gleich. Nee, das, ja, das mache ich noch, definitiv. Den Boden vorbereiten könnt ihr eigentlich schon mal. So tief lockern könnt ihr schon Soweit machen, ne? könntest du das schon fertig machen, Ja, ja. Den sehr gut. Rest Dann kann mache ich ich mal so ja dann vorbereiten. später. Warte mal, ich schicke dir mal gleich die Rechnung. Jetzt muss ich erst gucken. Hof ist Weingut. No. Feld ist die 103. Können wir alles im Stehen. Aber ein Glück sind wir ja moderne Landwirte. Sowas von. Feld auswählen und wir haben gemacht geerdet Getreide. So. Und Rechnung stellen. Die Rechnung ist raus. Ja, dann haben wir direkt, damit wir dann schon mal fit sind. Dann sind wir mit durch erstmal. Schön. Also bis doch zusammen kommen, ist aber schön. Überbeten war das auch noch können. Ja, ich hoffe mal, dass wir dann demnächst die anderen Sammlungen fertig werden, dann können die hier mit zu. Ja, gut, alles klar, wir sehen uns später. Alles klar, ich fange schon mal an. Jo, und schön noch. Also, bis später, tschüss. Benno, du Lump! Was ist? Ich sag, du Lump, wo bist du? Ich komme gerade vom Feuerwehreinsatz. Jo, das ist gut, dann warte mal auf dem Hof. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen auf dem Hof. Das sieht ja grauenhaft aus da. Ein Ja, bisschen ich Technik wollte mal einfach den abschaffen. Trecker tanken und dann komme ich sofort. Welchen Träger? Den 900er. Aber du bist mit dem Fendt unterwegs, okay. Ja. Dann denke ich mal, werden wir beide mit dem Häcksler und den Drescher Richtung Händler fahren. Ja, dann komme ich gleich direkt hoch. Jo, alles klar. Gut, dann donnern wir mit dem Mähdrescher wieder nach Richtung Heimat. Ui, wo will der denn hin? Benno? Ja. Da steht ein Tankwagen in der Halle, der kannst du in der Halle tanken bei uns. Ach so, ist der neu? Ja, und wird per Voll gewaschen. So, dann drehe ich natürlich um. Sehr gut, sehr gut. Thank you.
Ja, so, dann will ich mit Benno jetzt mal schnell über den Hof gehen, gucken, welche Technik wir loswerden wollen, weil ich hab da wir haben da eindeutig zu viel zu stehen. Für einen Landwirt sehr geil, aber doch eindeutig zu viele Sachen auf dem Hof zu stehen. Deswegen würde ich sagen, schaffen wir ein bisschen was ab. Okay, die Vorführmaschinen gehen jetzt sowieso weg. Außer der Überladewagen, den behalte ich noch ein bisschen. Ja, und dann entscheiden wir weiter, was wir jetzt noch verkaufen wollen und was nicht. Und würden dann den Auftrag an die Spedation weitergeben. Und ja, letztendlich schauen. So, das schneidet weg. Paul? Jo. Dankbar, eben schnell den Trecker und dann komme ich direkt. Jo. Wir gucken mal kurz bei der Spedation an. Hallo? Hallo, der Paul hier, ist da die Spedation? Yes, this is the Spedation. Guten Tag, Paula. Du, sag mal, hast du gerade viel zu tun oder wie ihr seht? Ja, jetzt gerade 2-3 Aufträge, die noch anstehen. Hast du auch noch was? Ja, ich stelle jetzt ein paar Maschinen zusammen, die ich nicht mehr gebrauchen kann oder auch nicht mehr will. Würde die dann größtenteils von dir zum Händler schicken. Ja, sehr gerne. Musst mir denn nur eben halt sagen, wenn du Zeit hast und wenn du da bist und dann... Weil jetzt fahre ich nämlich gerade einen Mähdrescher und eine Raupe weg. Also die können wir auf Achse wegbringen, aber ich habe dann noch so ein paar Kleinteile, die weg können. Ja, ich fahre jetzt dann hoch in den Steilbruch, voraussichtlich. Ja. Aber danach könnte ich theoretisch was mit runternehmen. Alles klar, ich stell dir das dann irgendwo auf den Fleck und sag dir dann nachher Bescheid, wohin. Das also welche passt. Maschine? Alles klar. Jo, danke. Jo, ciao. Hallo! Ja. Komm du Lump, wir gucken mal kurz durch die Hallen. Guck mal hier, wo bist du denn? Ich bin direkt hinter dir. Guck mal, abschaffen will ich. Die beiden hier? Von der Resi, den? Das ist mir egal, sind nur Platzfresser. Weiß sie das denn? Nö. Ist ja okay. Weg. Dann will ich den hier abschaffen. Den kleinen hier? Jo, dafür will ich aber eventuell gegebenenfalls einen Unimog kaufen. Oh. Ja, damit wir den Unimog will ich eigentlich dafür nutzen, damit wir schneller mit dem Messgerät unterwegs sind. Ja. So, weggehen tut definitiv noch was, das weiß ich. Warte mal, wo ist das Vieh? Achso, hier, die kleine Scheibenecke geht noch weg. Da haben wir ja die große jetzt von Lenden. Ja. So, dann hab ich hier... Bergmann? Hallo? Hans Bichler vom Landhandel, moin. Grüß dich. Ich habe ein kleines Anliegen. Wir haben ein Feld, was erntereif wäre. Jo, sag mal welches. Das ist die 118 mit Rüben. Ach du Scheiße, mit Rüben, ja. da kackt ihr erstmal, ja, da muss ich fahre jetzt nachher sowieso gleich zum Händler runter, da lasse ich mir eine Vorführmaschine geben. Ja, wenn ihr anfangs sagt, ihr Bescheid, dann stelle ich euch Anhänger. Na klar. Super, ich danke euch. Ah, die 118, ja? 118, ja. Jo, super, bis später. Bis später, tschüss. Ciao. Die rufen heute alle an, die wollen heute alle Arbeit machen. So, pass auf, du setzt dir jetzt in eine Raupe, wo bist du denn nun schon wieder? Hallo? Ach da. Du setzt dir jetzt in eine Raupe, knallst den, die Kurzscheibenecke hinter die kleine. Ich setze mich in den Dröscher, in den schwarzen und dann fahren wir runter zum Landhandel. Ach nee, zum Händler. Jo, alles klar. Gut, alles klar. Dann fahr ich den Glas mal eben hier noch weg. Ja, warte mal, ich werde mal noch schnell fix zwei Fahrzeuge rausstellen, die ich loswerden will. So, einmal du.
Dann kann ich nämlich den Spedation-Typ anrufen und kann ihm sagen, die Fahrzeuge da sollen weg. Warte mal, da bammeln wir den Frontlader an. Den brauchen wir dann auch nicht mehr, wenn der hier weggeht. Ich denke mal, mit Resi an Trigger lassen wir das noch. Der hier definitiv. So, war jetzt noch was, was ich loswerden wollte? Glaube ich erstmal nicht. Ein Sattelauflieger ist weg. Oh, okay. Das ist alles, da bleibt alles, da bleibt alles, das alles. Gut. Haben wir das schon mal geklärt. So. Dann können wir los, toller Ambedo. Ich hole den Drescher dann gerne los. Jo, ich bin bereit. Rundum leuchten an und Feuer frei. Gut, dann fahren wir zum Händler. Vielleicht tauschen wir noch den Radler da um, den kleinen, und gehen auf den großen. Da muss ich erstmal gucken. Ansonsten, wie gesagt, habe ich den Unimog im Blick. Ich brauche einen Vorführer für die Rüben. Ja. Oder ein Leasingmodell für die Rüben. Ja. Also ich denke mal, das wird jetzt so ein kleiner Einkauf. Ich denke, ich werde den Unimog kaufen, weil da sagte ja der Rotwild, ja, ist einer im Angebot. Aua. Der ist hinter mir, das ist schon mal gut. Oh, der Rotwild ist aber zügig. Der ist aber zügig unterwegs, der Rotwild. Oh, hier ist doch noch ein Feld reif. Wie mir hört das? Keine Ahnung. Dem Rotfeld gerade. Den rufe ich nochmal an, glaube ich. Weingut, wo war denn der Weingut? Nochmal, da ist er.
Rotwild. Moin, der Paul nochmal. Hallo Paul. Du, ich bin gerade an deiner 115 vorbeigefahren. Ja. Die ist auch reif, die kannst du dröschen. Was haben wir da drauf? Mais. Erntereif? Okay. Die kannst du dröschen. Na, erntereif war sie ja vorher schon, aber jetzt kannst du dröschen. Okay, ja, dann müssen wir so. Ja, Problem ist, ich kann es nicht so zwischenlagern. Okay. Ich würde es dem Händler mal abklären, vielleicht kann er mir nochmal so einen Anhänger ausleihen. Ja. Dann muss ich so als kleines Siegel nehmen, bis das Bau mal zurande kommt und mir hier ein Siegel hinbastelt. Ja, nee, das ist richtig. Aber ich wollte dir nur Bescheid sagen. Die Bodenproben wäre natürlich wichtig demnächst. Ja, da kümmere ich mich demnächst, also nachher gleich drum. Das wäre super. Dann versuche ich beim Händler nochmal einen Anhänger rauszuleiern. Ja, wenn ich anders fahre, doch hoch zu mir, da stehen zwei oder so in der Art. Müssen wir nachher mal gucken. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Händler. Achso, ja gut, sonst komme ich da immer hoch kurz runter und dann quatschen mit dem auch. Ich muss mit ihm immer quatschen, dann passt es ja. Dann kann ich mal nachfragen. Ah, alles klar. Einladen. Aber danke für die Info. Jo, bis später. Ciao. Au, 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 was ist denn jetzt los? Achso, ich komme immer dichter. Hallo, Bruder. Immer diese scheiß Angestellten hier. Ui, was ist denn hier los? Ja, moin. Ich sag's mal so, ich will nicht alles auf die Goldwaage legen. Über kleine Delikte hinwegsehen, oder wie? Nein, das nicht, aber ich auch, also kleine Delikte kann man auch, wenn die Person kooperativ ist, auch vielleicht, das sind Sie ja der Kompetentere, mit einer Verwarnung versehen, weiß ich jetzt nicht. Ich antworte mal, Herr Bartlinger, wenn ich da falsch liege, bitte unterbrechen Sie mich sofort. Aber Herr Rosenberg, verstehe ich toll, voll und ganz, bin ich auch voll Ihrer Meinung, würde ich auch, glaube ich, tun, wenn er kooperativ wäre und so. Aber hierbei geht es sich um ein Fahrzeug schon, was mit Überlänge ist und hier können Personen verletzt werden. Und nur weil er nach hinten nicht sieht, dass da eine Mutter mit Kind zum Beispiel angefahren wird, finde ich nicht schön. Und das ist für mich kein kleines Delikt mehr dann. Herr Praktikant. Das kann mir auch mal in die Hose gehen. Azubi. Praktikant, wo ist da die Überlänge? Überlänge jetzt nicht so, aber es ist länger als normal. So. Das hat ihn seine letzte Freundin bestimmt auch gefragt. Wo ist jetzt die Überlänge? Der Rosenberg. Gut, war nur ein Spaß. Komm, ich bin einmal auf die Schulter geklopft. Alles gut, Keller, war nur ein Spaß. Noch aus, dann singen Sie was gut und dann passt es. Jo. Alles klar. Ach, ja. Oder kaufen Sie sich so einen Arctos, der gute Spiegel, da singen Sie mehr. Ja, ich war gerade mit dem in der Nähe darum. Eine Frage. Also Sie wissen Bescheid, Herr Keller. Das gute Stück geht einmal in den Steinbruch hoch und ich folge Ihnen. Den können Sie einfach, wenn Sie den Steinbruch runterfahren, unten sehen Sie ja die ganzen Industriehallen, da können Sie den, und da ist auch so eine Maschinenhalle, da können Sie den einfach abstellen. Ich komme aber mit dem LKW hinterher. Baby. Okay. Da steht noch eine Halle. Gut, danke dann Ihnen. Bis später. Aber gucken Sie mal, Herr Bartlinger. Das hier wäre zum Beispiel jetzt der Anhänger. Da habe ich mich auch gerade gefragt, was hier los ist. Oh. Ich wollte ja, Sie ja schon haben wollten. Achso, ja, genau. Ich wollte auch nur ein Auto zur Reparatur bringen. Und ein MAN davor. Herr Bergmann, Mensch. Grüß Sie, Herr Rosenbusch. Bestellen dann. Jesus, denn? Genau, ja, aber machen Sie mal. Ach nee, Berg war das, Entschuldigung. Den Aufkleber möchte ich nicht haben. Ne? Okay, gut. Und wahrscheinlich also ein Orange, ne? Herr Wartlinger. Ja, Herr Rosenberg. Glückwunsch. Für? Den Radlader. Ich habe gehört, der Schwarze in der Halle gehört Ihnen. Ganz genau. Ja, der sieht sehr gut aus. Sehe ich da ein kleines Zeltchen? Vielleicht. Na gut, Herr Wartlinger, dann ich sehe, Sie haben ja exakt denselben bestellt wie meiner, nur in Schwarz. Ja, nur halt in cool, ne? Ach so, okay. Alles klar. Gut, ich muss aber auch gleich los. Wird hier nur gelabert oder wird hier auch gearbeitet?
Was ist mit ihr? Auch gearbeitet zwischendurch. Also, er geht also praktisch die Farbe von dem LKW. Ja, also kommt der LKW mit. Genauso ja. Wie der andere immer, in der bei euch ist, ne? Ja, ja, den habe ich auch drüben in der Halle stehen. Genau, also einfach genau so und die Mulde halt in Grau. Ah, ja, gut, mach ich mal. Genau, boah, dann hole ich mir den Radlader raus, ne? Ja, ich habe allerdings jetzt keine Schaufel drauf. Ja, die habe ich. Die haben sie ja noch, ne? Genau, den anderen habe ich einer ja schon gebracht, den haben sie schon in Zahlung genommen, gell? Echt, habe ich? Den habe ich schon runtergebracht, der ist schon weg. Ach so, ja, gut, genau. Gut. Und die Schaufel davon? Ja, die behalte ich. Das habe ich ja keine. Ja, gut, klar. Macht natürlich Sinn. Genau. Alles klar. Na, dann hol ich mir den, gell? Danke. Alles klar, gerne. Ciao. Hi, Eduard. Hier ist ganz schön was los heute. Ja. Oh, gut. Du, hör mal, irgendwas stimmt mit dem BMW noch nicht so ganz richtig. Ja, wieso? Wenn ich auf der Landstraße auf meine 100 km/h fahre, dann nicht immer, aber ab und zu, ich halte das Lenkrad richtig krass fest, aber er zieht immer nach rechts, die ganze Zeit nach rechts. Ich hätte schon beinahe im Graben gelegen damit. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich würde dir nochmal hier zur Untersuchung abgeben. Vielleicht ist irgendwas übersehen worden oder vielleicht ist jetzt auch gerade beim Wegfahren irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Ja, ich gucke nochmal drüber. Schau mal, wie der Luftdruck vielleicht ist, aber den hat man ja eigentlich alles neu eingestellt. Weil das kann manchmal auch ein Problem sein, wenn eine Seite zu wenig Luftdruck hat, zieht der nach der Seite rüber. Ne? Ah, okay. Kurze mehr Reibung Störung. Hat und langsamer fährt. Engine, die sind die falschen Reifen. Wieso? Die Industrial wollten sie doch haben. Nein, ich wollte Breitreifen drauf haben. Das sind doch die breiten Industrial. Ja, nicht Industrial, ich muss ja mit denen in den Forst rein. Ach so. Was macht der Typ? Was haben wir gesagt? Ich glaube Mieters oder irgendwas anderes. Also auf jeden Fall breit. Ja. Oh, Bergmann, schweich dich aus dem Ding raus, weil sonst schäbert's. Sie können aber gerade mal hier rauffahren. Ich wollte nur gucken. Weil die anderen müssten wir noch da haben, dann schrauben wir die gerade um. Also auf die Hebebühne quasi. Ja, hier auf dem Bereich vor dem Bergmann. Achso, ja, mach ich. Hinter dem ja, gut. Und Ihnen, Herr Bergmann? Ja. Füße zu gehen. Was ist denn Ihre Nichte? Die hat verkauft. Ah. Nee, die ist wieder mal, also keine Ahnung, auf Lavanti oder so. Mal wieder einen gelben eingereicht dort. Na klar. Paul, ich komm gleich zu dir, ne? Ja, wird auch Tiet. Gerade bisschen was los hier. Ja, nun mach mal erst die Prominenz, schmeiß die anderen vom Hof. Ja, so ungefähr. Sag dir, Jan. Was machst du denn, Herr Bergmann? Hallo. Ja? Hallo. Sei ruhig da hinten, alter Waldschrat, du. Herr Kräumlein, sind Sie das? Ja. Haben Sie eine Sekunde für mich? Ja, klar. Der Kurti. Na, du alter Waldschrat. Na, du alter Hopfenzupfer. Hopfenzupfer vor allen Dingen, ja. Nee, du merkst auch keinen 2 Meter mehr. Du Weizendrescher, du. Er wart länger. Die Conti ja. Waren das, ne? Er kann sein, ja. Conti und dann, glaube ich, die Breiten. Genau. Ja, genau. Gut, dann schrauben wir die Karten rum. Geiles Teil, oder, Bergmann? Ich hab den auch schon. Aubi! Ich hab den auch schon. Das sieht doch gut aus, ne? Ja, aber der ist gelb. Ist er irgendwie anders lackiert? Hä, wieso ist der denn jetzt gelb? Geil. Jetzt ist wieder. Also den habe ich auch schon im Auge gefasst. Den will ich mir mal als Vorführer bestellen. Doch. Jetzt ist wieder der Wurm drin hier. Herr Engine? Ja. Ich muss, wo sind Sie denn? Ich bin hier. Darf ich kurz mein Moped hier stehen lassen, während ich den LKW wegfahre? Ja, kein Problem. Alles klar, Herr Wartlinger, Sie kommen mich abholen, ne? Super, danke. Pro Stand eine Minute, ja, $10, ach, Euro. Oh, stimmt, Taxigebühren 30 Euro pro Sekunde. Kräpel. Ich finde es, also ich fand den Schwarz schöner. Wechsel. Also ich finde es das super, dass Sie da neue Dinge reinbringen wollen, aber in Schwarz mit der Bereifung wäre besser. Ja, wissen Sie, Herr Wartlinger, ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie er normalerweise in Gelb aussehen würde. Grauenhaft. Damit man auch sieht, wie furchtbar. Schöner eigentlich Au. Schwarz jetzt ist. Ne? Da er doch so viel besser in Schwarz aussieht. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Also ich habe gemerkt, Sie haben das verkauft und haben studiert, Herr Engel. Ja. Ja. Das sieht schon echt böse aus. Alles klar, hat man drauf, ja. Auf. Alles klar, ciao. So Herr Bergmann? Ja, hier. Das 415 gehört gar nicht mehr, das gehört in der BGA. Achso, okay. So, jetzt wir. Draußen stehen zwei Vorführer, die habe ich dir erstmal hergebracht. Ja. Dann geht jetzt auch, oder was noch? Ein Häcksler ist das, ein Drescher ist das, die Fendraupe und die Scheibenecke, die ich verkaufen wollte. Ja.
Und wie ist das hier mit der Fendt-Raupe? Bist du damit zufrieden? Ach, der letzte Rotz, das Ding. Ist nicht gut, oder was? Nee, will ich nicht. Nee. Doch lieber deine Klaas behalten, oder was? Richtig. Ja. Ah ja, gut, ne. Aber alles Weitere machen wir später. Warte mal kurz. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. War ja Bergbahn. Weil es sind so viele Leute hier, ich kann mich kaum bewegen. Was ist ein Kurti? Gute Wahl mit den Klaas, einfach beste. Bei welchen Klaas, was meinst du jetzt? Die Marke Klaas. Ja, ich weiß, danke. Johann. Ja, bitte. Mein Pickup wurde ja tachte auf der Tür leicht ramponiert. Gut, Freunde, das war's für die nächste Folge. True Farming 2 mit Paul Bergmann. Denkt dran, haut auf die Glocke. Lasst ein Däumchen da. Support ist kein Mord. Und an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au, ihr Kleinen.